Ich bekomme immer wieder die Frage zu dem Top 1 agilen Tool. So auch jetzt hier inzwischen über die Agile Quickies Sprechstunde. Hier fragt zum Beispiel Friederike, ich kenne sie als agile Produktmanagerin von einer Bank, doch begleite ich sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mal wieder so zu Themen um die dortige Agile Transition Initiative. Ja, sie fragt, hi Buffy, wir sind ja schon eine ganze Weile auf dem agilen Weg. Was denkst du denn, ist das wichtigste agile Tool, was du in deiner Coaching-Praxis immer wieder benutzt? Dazu fallen mir bestimmt einige Dutzend agile Tools ein, aber das Top 1 agile Tool, Wir klären das gleich hier in der Sprechstunde. Ich freue mich auf dich. Ja, zunächst mal, was ist denn überhaupt ein Tool? Was ist denn ein agiles Tool? Wie kann man denn diesen Begriff Tool überhaupt begreifen? Man kann den enger fassen, man kann den ein bisschen weiter fassen. Was ist denn überhaupt dieser Begriff? Wie wird der verstanden? Ich habe mir mal wieder Umfragen gemacht hier bei mir in der agilen Community und dazu auch heute Morgen zum Beispiel im Lean Coffee Cologne. Da haben wir ja einmal wöchentlich unsere Lean Coffee Stunde. Und auch da ging die Interpretation des Begriffs Agile Tool, agiles Tool, nicht überraschend, ging sehr, sehr weit auseinander. Es wurde eine ganz große Bandbreite auch dort aufgespannt. Es geht da eher um die weichen Tools und es geht dann auch bis zu der Bandbreite der harten Tools. Ne? Das Ganze kann man vielleicht so auf drei Ebenen, wenn man das mal so von der Distanz betrachtet. Es gibt so diese Metaebene. Da kann man sich so dieses Thema Werte, Prinzipien vielleicht unter vorstellen. Dann gibt es so diese methodische Betrachtung, also Tools als methodische Hilfsmittel, als Arbeitsmittel, eine Methode als Instrument, als Praktik. Das wäre so eine Verständnisebene. Und dann diese ganz konkreten, die harten Tools, ne, wo es also wirklich um Werkzeuge, um Geräte geht. Es kommt also so ein bisschen auf die Betrachtungsebene an. Ja, überlegen wir, was ist jetzt hier in der Sprechstunde für dich drin? Erstmal, was antwortet so die agile Community, meine Kolleginnen und Kollegen auf die Frage zu dem Top 1 agilen Tool? Dann mal meine Gedanken zu meinem Top 1 Agile Tool und dann wie immer zum Abschluss meine Tipps, eine kleine Zusammenfassung und auch heute wieder ein Zitat. All dies und einiges mehr gleich im nächsten Teil meiner Sprechstunde. Bis gleich. Ja, schön, dass du auch hier wieder dabei bist. Kommen wir zum ersten Abschnitt. Was antwortet denn die agile Community auf die Frage nach dem Top 1 agilen Tool? Das ist sicherlich sehr kontextabhängig, wo der Interviewte gerade in seinem Alltag unterwegs ist. Und dazu gibt es sicherlich verschiedene Antworten. Wenn man mal zu diesen ganz konkreten, zu den harten Top 1 Tools oder agilen Tools eine Frage stellt, da bekommt man schnell so die Antwort nach den Zetteln, nach den Kärtchen, nach den Post-its, jetzt neuerdings nach den Agile Sticky Notes, die gibt es jetzt neu. Nach den Statis, diese elektrostatischen Zettelchen oder neu auch diese Magnetkärtchen, die man beschriften kann. Auch hört man immer so das Tool der Wand oder die Wände. Das ist ein großes Tool, da die Spezialform Whiteboard oder andere Boards. Und was man auch hört als Tool, das ist eine Toolbox, wo man also ein ganzes Repertoire an weiteren Werkzeugen drin hat, die man da als Tool begreifen kann. Ja, manchmal werden auch als Tool genannt das Daily. Dann jetzt heute Morgen im Lean Coffee, habe ich das erste Mal gehört, so als Tool die Spalten To Do, Doing, Done, das so, wenn man so ein Board aufteilt und das jetzt in so einer etwas feiernderen Form, To Do, Doing, Tada, also dass man, wenn man das Kärtchen letztendlich in die Done-Spalte, das heißt jetzt die Tada-Spalte, schiebt, so als Belohnung, so als kleine Feier, dass man da irgendwas erreicht hat.
Wir kennen das auch so mit Quietscheentchen oder Quietschenreptilien. Wenn dann irgendwie einer Kärtchen umgehangen hat in die Dannenspalte, dann quietscht man so im Themenraum und alle wissen, aha, da ist es wieder die nächste Arbeit erledigt dann. Man kennt das auch mit dem Buzzer. Die gibt es auch in verschiedenen Formen und zum Beispiel auch so einen Buzzer, den man dann drückt, wenn irgendwas fertig ist. Was ich auch heute Morgen auf dem Lean Coffee Cologne erfahren durfte, das ist so eine Wand, eine sogenannte Dann-Wand, also wo alle Kärtchen gesammelt werden in einer riesengroßen Tapete, die jetzt in den letzten so und so viel Sprints erledigt worden sind, die erfolgreich abgeschlossen worden sind und man quasi so ganz stolz auf diese große Wand gucken kann. Auch die, die vorbeikommen, sehen, Mensch, guck mal, was das Team jetzt alles geleistet hat, wie viele Dutzende, Hunderte Kärtchen möglicherweise oder Post-its dann auf so einer Wand kleben dann. Spannender Aspekt. Ja, manchmal auch auf der Top-1-Ebene, aber manchmal auch ablehnend oder so skeptisch betrachtet. Das ist so dieses ganze Gebiet der elektronischen Tools. Ob das jetzt Trello ist, ob das Jira ist und Co., diese ganzen Sachen. Je nach Vorlieben werden die als Top 1 genannt oder sogar sehr kontrovers als ablehnende Tools beschrieben. Ja, Frage zu den Top 1 Methoden. Wenn man so auf einer Methodenebene das Ganze erstmal betrachtet, da kann man als Tool so in dem Dunstkreis, man experimentiert und man lernt. Da hört man jetzt im Scrum-Kontext das Thema Retro, ne? Dieses Klassische, dass wir ein Meeting, einen Workshop haben, der heißt halt Retrospektive. Dort hört man auch häufig, jetzt wieder unter dem Aspekt Tool betrachtet, diese Säule von Scrum, Inspect and Adapt, das ist so eine weitere Betrachtung. Ist der Kontext jetzt eher so aus dem Lean-Startup-Bereich, da hört man solche Sachen wie Build, Measure, Learn, das ist so ein Bereich. Oder so eher ganz allgemein dieses KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Thema Lessons Learned, den Deming Cycle, also PDCA, Plan, Do, Check, Act, oder dieser PDSA, Plan, Do, Study, Act, ja, eine Variante davon. Man hört so diese A3-Reports. Stellt man jetzt diese Toolfrage unter dem Aspekt der Vorgehensmodelle, klar, da kommen natürlich so aus der Methoden- und Tool-Ecke, kommt dann das Scrum-Framework. Das wird auch da gerne als Top 1 genannt. Man findet es halt an allen Ecken und Kanten. Jetzt in jüngerer Zeit, in den letzten Jahren, hört man dann diese Scaling Agile Frameworks. Die werden auch gerne als Tool benutzt oder begriffen. Kanban ist so, Software-Kanban ist so eins unter den Vorgehensmodellen, was man dort einordnet. Die Fragestellung unter dem Begriff Anforderungen, so im weitesten Sinne Anforderungen als Tool. Ja, da werden so Tools so auf dieser Backlog-Ebene genannt, das Product Backlog oder ein Impediment Backlog, ein Technical Debt Backlog, also technische Schulden aufzustellen und dann transparent zu machen. Auf der Ebene der Boards, das sind dann so diese Kanban-Boards, Scrum-Boards, Sprint-Boards und in dieser Richtung. Dann auf dieser Ebene der Boards diese ganzen Canvas-Boards wie Business Model Canvas, ein Product Canvas, ein Project Canvas, sowas in dieser Richtung. Dashboards auf einer Ebene von KPIs wie Burndown und so viele andere Sachen mehr. Ja, und noch eine andere Betrachtung, das wäre so die, das als Tool begriffen, die Agile Games. Ne? Also, sagen wir mal so, nur mal stellvertretend, was man ganz häufig hat, diese Ballpoint Games, ne? Oder das Ballpoint Games oder Buy a Feature, kann man Pizza Game und so weiter. Die ganze Klasse der Lego-Games gehört dazu. Visualisierungs-Games, also wenn man so ein Projekt mal versucht, emotional, stimmungsmäßig aufzufangen, als Auto, als Schiff, so als versucht, so eine Metapher herzustellen und dann darüber so emotionale Stimmungsbilder einzufangen und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz, ganz viele. Wenn man das Ganze jetzt eher so auf der weichen Ebene formuliert, die weichen Tools oder die weichen Top-1-Tools, da hört man dann plötzlich so Begriffe wie der Verstand, der menschliche Verstand als Tool. Vertrauen wird im weitesten Sinne, also vertrauensbildende Maßnahmen mit Vertrauen schenken, vorangehen als Tool vielleicht, als Instrument. Das Thema Kommunikation, was dann auch wieder zu den agilen Werten und Prinzipien passt. Transparenz, passend zu der ersten Scrum-Säule zum Beispiel. Das hört man da auf dieser Ebene.
Ich denke, jeden Monat, wenn man neu fragt, wird man immer wieder neue Aspekte finden und dann wieder neue Begriffe, die man unter dem Begriff Tool dann findet. Kommen wir zum zweiten Teil, zu meinen Gedanken, zu meinem Top 1 Agile Tool. Ja, zunächst ist das auch wieder für mich so eine Betrachtungsgeschichte, auf welcher Ebene man sich dem Ganzen nähert, also diese Meta-Ebene oder eher auf der Methoden- und Praktiken-Ebene oder konkret auf dieser harten Tools-Ebene. Fangen wir mit der Meta-Ebene an. Wir sprechen hier von agilen Tools, also liegt es auch sehr nahe, sich mal mit dem agilen Manifest auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt auch die Einleitung, es gibt die 4 Werte und es gibt die 12 Prinzipien. Ja, auf der Ebene der Einleitung ist für mich besonders ganz wichtig, wenn man so diesen Satz mal kurz vorliest, wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selber tun und anderen dabei helfen. Da ist für mich diese wichtigste Kernaussage, wir erschließen bessere Wege. Das heißt, wir wissen, wo wir stehen, wo wir nicht stehen, wir wissen, was funktioniert, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Wir wollen aber besser werden, wir wollen experimentieren, wir wollen forschen, wir wollen bessere Wege erkennen. Das ist für mich so diese Kernaussage in der Einleitung zum Agilen Manifest. Das wird sicherlich sehr, sehr sinnvoll abgerundet von dann diesem zweiten Teil, in dem wir es selber tun. Also nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Wir gehen so an den Ort des Geschehens, Stichwort Gemba, kann ich beim Beipackzettel verlinken dann. Oder dieser zweite Teil, der auch ganz sinnvoll sich anschließt und anderen dabei helfen, also die Erkenntnisse, die wir gewinnen, nicht für uns selber zu behalten, nicht in der berühmten eigenen Schublade zu versperren, sondern sich mit diesem Wissen um andere zu kümmern, das Wissen zu teilen, eine Kultur des Teilens vielleicht zu ermöglichen. So ein Stichwort Sharing is Caring hört man da schon mal in diesem Zusammenhang. Das mal so auf dieser Metaebene der Einleitung des Agilen Manifestes. Auf der Ebene der agilen Werte, da wird es für mich sehr schwierig, also eigentlich sehr schwierig dann. Also alle 4 Werte, die man dort hört, die haben ihre Berechtigung und da jetzt nochmal ein Ranking aufzustellen, was ist Top 1, 2, 3 und 4, das ist fast nicht sinnvoll möglich dann. Also da muss man natürlich auch diesen Vergleichsaspekt betrachten, der in so einem agilen Wert drin steckt. Da wird ja immer etwas gesagt und dann ist es mehr wert als etwas anderes. Also dieses Beispiel Individuen und Interaktionen, dieser eine Teil ist mehr wert, den betrachten wir als mehrwertig, als Prozesse und Werkzeuge. Heißt ja nicht, dass Prozesse und Werkzeuge nicht wichtig sind, aber so in dieser Waagschale ist diese Tendenz auf Individuen und Interaktionen einer der 4 Werte. Wenn man das Ganze aus der Sicht des Kunden vielleicht begreift, da gibt es ja die Aussage des zweiten Wertes, funktionierende Software ist mehr wert als umfassende Dokumentation. Das ist auch ein Blickwinkel, ganz wichtig, funktionierende Software. Aber die Dokumentation ist sicherlich auch, also je nach Umfassung, je nach Ausprägung ist es halt auch wichtig. Wenn man das Ganze aus dem Blick von, so dem gemeinsamen Blick, man Kunde und Lieferant, Dienstleister und Kunde betrachtet, das Ganze mit so einem partnerschaftlichen Anstrich, einem partnerschaftlichen Aspekt, da gibt es einen Wert, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist mehr wert als die Vertragsverhandlung. Auch ganz wichtig. Aber wenn man das Ganze mal sieht und wenn man das Ganze mal so in dem Alltag vergleicht, ist für mich dann doch einer von diesen Werten, der für mich persönlich wichtigste, das ist dann der 4. Ich habe lange geschwankt, aber wenn ich das alles mal in der Waagschale und mit Plus- und Minus-Sternchen versehe, dann komme ich auf den Wert reagieren. Auf Veränderung ist mehr wert als das Befolgen eines Plans. Das passt dann auch wieder zu dieser Einleitung. Wir erschließen, wir experimentieren, wir erforschen bessere Wege. Ja, auf der Ebene der agilen Prinzipien, da legt zwar das erste agile Prinzip so ein bisschen vor, indem es innerlich sagt, unsere höchste Priorität ist es, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller Software zufriedenzustellen. Klar, das liegt vom Inhalt her schon so vor. Dennoch, mein persönlicher Top 1 Favorit ist genau das letzte agile Prinzip, das 12. agile Prinzip. Und zwar heißt es dort,
In regelmäßigen Abständen reflektiert das Team, wie es denn effektiver werden kann und passt sein Verhalten entsprechend an. Das passt auch wieder zu dem Teil Experimentieren, Analysieren, Lernen, also zu der Einleitung, die ich eben mit meiner Interpretation des agilen Manifests beschrieben habe und auch zu meinem Top 1 agilen Wert. Ja, meine Metaebene, meine Betrachtung der Metaebene, das ist letztendlich für mich die Basis meines Agile Coaching Alltags und ist die Basis für die Herleitung der dann daraus resultierenden Top 1 Methoden und Praktiken und auch konkreten Tools. Erstmal sind die Werte und Prinzipien und dann ergeben sich dann da automatisch dann auch die Methoden und Praktiken. Nehmen wir mal meine Top 1 agile Methode oder Praktik. Habe ich auch lange darüber nachgedacht und wenn ich dann mal so überlege, was mich in den letzten Jahren immer wieder sehr positiv überrascht vom Ergebnis, von der Auswirkung her, dann ist das ein agiles Game, ein Agile Game, ein agiles Spiel, was ich in vielen Situationen, nicht nur unbedingt auch beim Agilen, auch in nicht agilen Kontexten immer wieder benutze. Das ist das sogenannte Perfection Game. Das ist eine Methode, wie man sehr konstruktiv, positiv Feedback gewinnen kann. Das gehört zu den sogenannten Core-Protokolls. Ich werde die auch mal verlinken hier im Beipackzettel. Das Perfection Game, das nutze ich also entweder ganz klassisch in der originalen Definition oder auch in der einen oder anderen Adaption in der Praxis. Im Scrum-Kontext, im Lean-Kontext, im Kanban-Kontext. Also auch im Kanban-Kontext heißt es ja, starte da, wo du gerade bist. Und da passt ganz perfekt dieses Perfection-Game von den Spielregeln dazu. Ich werde das mal auch in den Beipackzettel verlinken, beziehungsweise wir werden da auch mal eine ganz eigene Sprechstunde zu machen, wie das agile Game, Perfection-Game, wie sich das im Alltag gut anfühlt. Mit Retros, zwischendurch, für Schnelleinschätzung und so weiter und so fort. Ja, kommen wir zu den ganz konkreten harten Tools. Jetzt hier mein Top 1 hartes, konkretes Agile Tool. Das hat was mit Visualisierung zu tun. Das hat etwas mit Haptik zu tun. Das hat etwas mit Transparenz schaffen zu tun, dieser ersten Scrum-Säule. Und damit hat es was mit Lernen ermöglichen zu tun. Das ist, wie eben schon mal gesagt, das ist einfach die Wand, die Wände. Speziell jetzt Whiteboards. Egal, wo ich unterwegs bin, ich erlebe für mich persönlich, beziehungsweise dort, wo ich reinkomme, dass heute immer mehr die Wände zugepflastert sind gegenüber halt elektronischen Boards, die es halt auch gibt, die gewisse Berechtigung haben. Aber sobald man auf ein elektronisches Board umwechselt, dann schränkt das die Kreativität, die Visualisierungsmöglichkeit, die Transparenz ein. Da ist eine Wand ganz ideal. Ich habe das auch früher schon gemacht. Immer. Ich habe mein Jugendzimmer damals schon mit Korkwänden tapeziert und habe die dann mit vielen Pinnern und mit tausenden Zettelchen geschmückt dann, ne? Also die Wand ist für mich ein, wie es auf der pragmatischen, konkreten Tool-Ebene, das agile Top-1-Tool für mich persönlich. Ja, was denn das unabhängig von der Ebene, Metaebene, dann die Methodenebene oder die konkrete harte Tool-Ebene ist, was denn das eigentliche Top 1 Agile Tool für mich ist, das wirst du gleich in der Zusammenfassung hören. Da werde ich gleich im Abschluss für dich mal kurz skizzieren, was übergreifend das Top 1 Agile Tool für mich ist. Da freue ich mich auf dich. Ja, schön, dass du jetzt auch noch zum Abschluss dabei bist. Kommen wir zum Abschluss für dich, aber auch für Friederike, beziehungsweise für die Fragesteller, die jetzt die ersten Agile Quickies-Fragen hier reingereicht haben zu diesem Thema. Der erste Tipp ist genau mein Top 1 agiles Tool. Das ist so wie so eine große Klammer, die sich ergibt, um einmal über das agile Manifest, die Einleitung, also wir erschließen bessere Wege, über die Werte, das Reagieren auf Veränderungen, die Prinzipien in regelmäßigen Abständen, reflektiert das Team, effektiver zu werden, ohne das Verhalten anzupassen,
auf der Methodenebene dann das Perfection Game, was ich eben nannte, und auf dieser ganz konkreten, harten, agilen Tool-Ebene das Visualisieren und das Lernen über Wände, Whiteboards von mir aus dann. Wenn man das so als Einzelteile jetzt empfindet und dann darüber mal eine Klammer legt, dann ist für mich das eine agile Tool das japanische Kaizen. Also dieser Wortanteil Kai, Veränderung, Wandel, und Zen zum Besseren. Das ist eine Lebensphilosophie, das ist nicht nur eine Arbeitsphilosophie. Ich habe da im Buffy-Blog mal einen Artikel zugeschrieben, den werde ich im Beipackzettel dann mal verlinken. Das Top 1 agile Tool, jetzt im weitesten Sinne Tool natürlich und im konkreteren, weiteren Sinne dieses agile Tool, Kaizen. Mein zweiter Tipp, eine Konferenz. Tools for Agile Teams. Die gibt es, glaube ich, jetzt nach meinem Wissen zum 5. Mal dieses Jahr, im September, im Herbst, glaube ich. Wird die zum 5. Mal veranstaltet in Wiesbaden von Seibert Media als Organisator. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Da wird also gerade mit dem Fokus der Agile Tools wird doch eine eigene Konferenz, ein oder zwei Tage abgehalten, angeboten. Dann guck einfach mal vorbei. Eine sehr wertvolle Geschichte. Kommen wir zur Zusammenfassung. Egal, ob wir das jetzt Agile Tool nennen, Methode oder Praktik, für mich ist wichtig als Basis, das sind die Werte und das sind die Prinzipien. Und wenn man die Werte und die Prinzipien, wenn man die mal ganz wirklich, ganz ehrlich verinnerlicht, wenn man sie letztendlich auch lebt und nicht nur so oberflächliche Lippenbekenntnisse sind, dann sind das die Werte und die Prinzipien die Basis für alles Weitere, was sich dann so ganz natürlich daraus ergibt. Also die Methoden und Praktiken auf dieser Ebene des Tuns, die kommen dann quasi von alleine. Das heißt, meine Empfehlung, konzentriere dich erstens auf die Werte und zweitens auf die Prinzipien und dann erst auf die Methoden und Praktiken. Das ist leider im agilen Alltag genau andersherum. Da sieht man, dass viele oder zu viele sich eigentlich auf die Methoden und auf die Praktiken konzentrieren und dass dann dabei die Werte und die Prinzipien verloren gehen oder die sind sogar verloren gegangen dann. Das Ganze heute mal abgerundet mit einem Zitat, ganz kurz und knackig dazu. Ihr kennt es schon, ich habe schon mal in der ersten oder zweiten agilen Sprechstunde genannt. Be agile, don't just do agile. Das mal so, das heutige Zitat. Ja, in diesem Sinne, wieder meine Empfehlung für dich, sei bitte vorsichtig. Agile Selbstmedikation kann für dich und deine Kolleginnen, für Produkte, für eure Projekte, für deine Firma, aber auch für eure Kunden sehr ungesund sein und irreversible Schäden verursachen. Für Risiken und Nebenwirkungen frag bitte immer den Agile Coach und Berater deines Vertrauens. Wenn du noch Fragen hast, einfach her damit, zum Beispiel per E-Mail, per Social Media, hier unten per Kommentare. Wenn dir die Sprechstunde gefallen hat, erzähl es einfach rum, würde mich sehr freuen. Erzähl es deinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch deinem Chef, deinen Kunden eventuell, und teile und like es in deinen Social Media Netzwerken dann. Auch das würde mich sehr, sehr freuen dann. Also, bis zur nächsten Agile Quickies Sprechstunde, meiner Sprechstunde für dich, rund um agile Krankheitsbilder mit Diagnosen, mit Empfehlungen, mit Tipps und Tricks für gesunde und erfolgreiche agile Unternehmen und deren Mitarbeiter. Also, hab immer Spaß bei dem, was du gerade tust. Ich freue mich auf dich. Ciao, dein Dottore Buffy.